Hier spricht Ostra. Willkommen zurück bei RimWorld. Willkommen zurück hier in der Kolonie, in der wirklich alles passieren kann. Und in der letzten Folge haben wir den Chandler rekrutiert und wir haben dadurch einen neuen Kolonisten gewonnen. Ich bin sehr gespannt, wie er sich in unserer, in unserer neuen Heimat einleben wird. Wir haben ja schon ein paar Sachen gut machen können. Wir machen hier nochmal eine Stahlkiste hin, denn wir werden ja zumindest machen wir mal hier noch drei Kisten hin. Wir werden mindestens 6 Hühner beherbergen. Das ist zumindest mein Plan für das Ganze. Ich hoffe, das wird alles soweit klappen und irgendjemand, und ich glaube, der gute Harry, der wird Reinige nur noch auf die 3, auf die 2 bekommen und der wird als erstes tragen, denn, übrigens ist Feuerlöschen immer bitte Priorität 1, denn wir wollen nicht, dass irgendwas abfackelt, so nämlich, ja. Unser guter Harry, hatte er wieder Knickknack? Natürlich hatte er Knickknack, warum auch nicht? Ja, er hat kaum etwas anderes im Kopf, außer wann er das nächste Mal mit seiner sehr hässlichen Freundin wieder den Koitus zu betreiben. Sehr gut. Das ist Lebenswille. Das ist eine üble Pistole, eine überlegene Pistole. Okay, eine schlechte Schrotflinte. Das hört man natürlich super gerne gar nicht. Das hier ist mehr oder weniger langsam unser, ihr wisst schon was, Raum geworden. So ein bisschen unser Arbeitsraum. Sollte eigentlich nicht so sein, denn ich habe überlegt, das hier wird vielleicht unser Gefängnis, weil hier werde ich unsere Sachen lagern. Natürlich kommt dann hier auch ein Waffenlager dran. Und ihr wisst ja, durch die neuen Updates können sich Gefangene jetzt zusammenrotten und die können eventuell auch miteinander interagieren und versuchen auszubrechen. Und das möchten wir natürlich unterbinden und am liebsten möchten wir das gar nicht erst erleben. Aber es kann passieren. Und deswegen ist die Planung, wohin denn unser Gefängnis kommt, eine wichtige Planung. Und im Moment brauchen wir nicht viel mehr Wohnraum, würde ich fast sagen. Wir brauchen jetzt zwar noch einmal mehr Wohnraum, denn irgendwo sollte eigentlich... Oh, Vorratskapsel. Irgendwo sollte eigentlich Mom pennen mit Chinchilla-Fällen. Nein, danke. Irgendwo sollte ja mal Mom pennen. Das hatten wir eigentlich... Wir hatten da eigentlich einen Raum für, aber ihr wisst, wie es manchmal ist. Sandsteinblöcke, wie viel haben wir denn davon? Sag mal, wahrscheinlich nicht viele. Ist das hier Sandstein? Sandsteinbrocken. Eventuell können wir auch hier aus Sandsteinbrocken Dinge herstellen. Okay. Okay, können wir machen. Aber das hier ist ja immer noch Marmor. Dann würde ich sagen, wir bleiben... Eigentlich wollte ich sagen, wir bleiben dann erstmal weiter bei Marmor. Aber wir benutzen es auch gerade als Boden hier für den Raum von Angie. Nachdem jetzt alle anderen Räume soweit fertig sind mit der ganzen Verteilung, schaue ich nochmal eben, wie es hier aussieht. Also wir haben noch ein bisschen Stahl, was wir von A nach B tragen können. Mom pennt hier auf dem Feld. Wir sollten langsam auch das ganze Essen, bitte. Oh, ein weiteres, nee, das ist unser Küken, Entschuldigung. Wir sollten auch unsere ganzen Nahrungsvorräte mal irgendwie da reinpacken, langsam. Ist ja nur meine Idee. Und ja, wir essen auch befruchtete Hühnereier. Das wird schon. Das ist kein Problem. Manchmal muss man das einfach machen. Haben wir es mit Bowser? Will der jetzt mal oder was? Auch gar keinen Bock, irgendwas zu lernen, ne? Der hat überhaupt keinen Bock. Wozu ich aber Bock hätte, ist, dass wir nochmal eine weitere Solaranlage hier und vorstellen und hinstellen können. Dann machen wir lieber nochmal zwei, denn unsere Batterien werden gar nicht voll und das sollten sie aber langsam werden. Ist nur meine Idee.
Anna und Angie reden zusammen. Wie geht's denn denen so? Ah, das Pläuschen und das tiefgründige Gespräch hat die Laune weitgehend entstellt. Warum ist er? Er ist entstellt? Warum? Ist das so? Wegen seinem rechten Auge oder was? Deswegen mag er die nicht? Okay. Nun, du hast auch kein leichtes Leben. Nur weil dein Auge ein bisschen gequetscht ist, wirst du auch gleich hier als Mensch zweiter Klasse behandelt. Finde ich nicht so okay. Was machst du gerade? Warum? Es gibt so viel zu tun. Es gibt so unglaublich viel zu tun in dieser Kolonie. Und er fängt an zu meditieren und zu beten. Jetzt machen wir erstmal Zeug aus Sandstein, oder wie? Ja, Sandsteinblöcke. Okay. Ist vielleicht jetzt nicht meine erste Idee, wenn ich das so sagen darf. Aber das ist okay. Ich glaube, wir sollten als erstes hier das hier als Labor ausweisen. Uns ein Labor bauen. Gerne auch aus Sandstein. Das wird dann ungefähr hier so groß werden, dass wir zwei Türen haben. Nämlich, natürlich auch automatische Türen. Gerne auch aus Stahl, die sind ja nicht so, sind die nicht so teuer, ne? Sandstein. Sandstein-Autotüren brauchen Bauteile. Stahl brauchen sie sowieso. Ja gut, okay, machen wir einmal so und machen wir einmal so. Denn das ist ja dann der Ort, wo dann alles reinkommt. Hier oben weiß ich gar nicht, ob ich eine Tür haben will. Und wenn, möchte ich gerne nur eine normale Stahltür haben. Ich habe das Gefühl, es ist besser, wenn die Sachen etwas im Hintergrund bleiben und vielleicht auch gar nicht angetatscht werden können von den Gefangenen. Ich denke mal, ich werde sie hier beherbergen. Mit einer Tür nur nach unten. Diese Tür kommt dann raus, auf kurz oder lang. Weil ich finde auch unsere... Oh, was ist das? Agave. Okay, ist es weit weg? Da oben war nochmal Ruin. Das ist sogar okay. Ja, wieso nicht? Was ist denn das für ein Zeug? Rote Früchte der Agave, okay. Wir holen uns das mal, wieso nicht? Hier gibt es sogar noch mehr Zeug. Und hier oben war noch eine Ruine hier. Auch diese sollten wir eventuell mal abreißen. Man weiß ja nie, was sich dahinter verbirgt. Manchmal sind sie auch nicht eventuell die Todesroboter aus der Nachbarschaft. Kann ja mal sein. Und ja, ich weiß auch noch nicht, wie wir das hier regeln sollen. Ich würde natürlich irgendwie gerne entweder das wieder zubauen. Für erstmal. Oder irgendwas schon tun, damit wir die Sentinels hier rauskriegen, wie die immer heißen. Schnitter heißen die. Die Schnitter und die Raupe da rauskriegen. Ich bin mir aber noch nicht ganz genau sicher, wie. Im Moment können wir uns mit denen nicht kloppen. Oh, bitte nicht da lang. Okay. Im Moment können wir uns nicht mit denen kloppen. Vor allen Dingen, weil wir einfach nicht genug Waffen haben, um uns damit... Schon wieder, okay. Wir möchten alle Sachen, die hier drin liegen, nicht mitnehmen. Dankeschön. Okay, also wir haben hier nochmal so ein Ding. Wow. Ein antiker Schrein, ja. Ja, ja. Und er geht schon draußen patrouillieren. Das ist scheiße. Aber, okay. Wir kriegen das schon hin. Wo ist denn der junge Mann, der eventuell handeln möchte? Mal gucken, was er so dabei hat. Gar nichts. Er hat eine Beruhigungswelle und eine Schocklanze dabei. Was ist das denn? Ein Wegwerfartefakt ist eine physische Störwelle auf einen Charakter verschießt und diesen eine Zeit lang in einen physischen Schockzustand versetzt. Hohes Risiko, das Gehirn zu beschädigen. Hört sich interessant an. Aber... Er hat nichts dabei, was wir brauchen können. Dankeschön, toller Händler. Aber ich glaube, wir haben auch deren ganze Population befindet sich gerade hier in diesem Chaos. Hühnereier, mehrere. Ach, jetzt haben wir ein zweites Küken. Kawaii Küken-chan. Ich hoffe, die brauchen nicht allzu lange, um groß zu werden. Das wollte ich auch nochmal an der Stelle sagen. Das Ding braucht Strom. Haben wir denn noch...
Ja, wir sind mit den Stromkabeln doch schon ziemlich weit. Okay. Nice. Dann haben wir jetzt hier unser Labor nämlich fertiggestellt. Dort kommt dann alles hin, was wir so gebrauchen können. Zum Teil ist es natürlich auch wieder ein Stahl-Steinmetztisch und alles, was wir für eine Produktion gebrauchen können. Fangen wir doch mal damit an. Wir brauchen den Stahl-Steinmetztisch. Eventuell kann man nämlich auch jetzt planen. Wir können auch irgendwie eine Schmiede mit Feuer machen, aber wir haben leider keine Art Stahl oder also Kohle oder so, mit der wir das wirklich in Betrieb nehmen können. Ich schaue nochmal. Ich suche etwas und zwar ist das unter... Wahrscheinlich haben wir das noch gar nicht erarbeitet, ne? Ne, diese Maschinen suche ich gerade, mit denen wir Dinge besser... Was für ein Generator? Befeuerungsgenerator, okay. Das Stahlding kommt hier rein und ein einfacher Stahl-Hightech-Labortisch. Dafür brauchen wir nochmal ein paar Bauteile, die holen wir uns nochmal eben. Okay. Sieht erstmal... Ja, ist blöd, wenn da noch nicht die Tür auf ist. Sehe ich auch so. Aber das wird ja hoffentlich dann als nächstes kommen. Zack, 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 zack. So, das funktioniert. Den können wir schon mal auch abreißen. Weil der kommt jetzt hier neu hin. Der gute Steinmetztisch. Steinblöcke natürlich herstellen. Produziere, bis ich irgendwie viele habe. Details. So, da sieht man jetzt nochmal ganz genau, wie viele wir brauchen. Mach doch mal bitte 300 Blöcke. Und zwar nur Marmor und Sandstein. Das ist das, was wir im Moment hier am meisten haben. Okay. Zack, jetzt haben wir da die Tür. Nice. Jetzt geht's nämlich hier ratzifatzi, dass wir von A nach B kommen. Man muss nicht mehr den übertrieben ellenlangen Weg nach da hinten machen. Das hört sich soweit doch erstmal alles nicht so schlecht an. Und auch das Gefangenenbett kann hier jetzt weg. Diese Tür kann auch weg. Da kann dann... Granitwand habe ich leider nicht. Oh, 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 oh. Da oben! Okay. Was haben wir denn so? Der hat Granaten. Ja, Splittergranaten. Das ist... Ich weiß nicht, warum ich mich freue. Ein Energiegewehr. Nice. Die haben aber auch gleichzeitig alle harte Geschütze. Ich sollte mich vielleicht doch nicht freuen. Wir machen hier den Strom wieder an. Gleichzeitig würde ich natürlich nochmal gerne einen Stahlgeschützturm bauen. Und zwar nach da. Ja, warum nicht? Vielleicht haben wir die Möglichkeit. Ich habe auch im Moment hier... es läuft nicht so, wie man sich das manchmal gerne vorstellt. Ne? Da möchte ich gerne eine Wand drin haben, klar. Ich weiß nicht, ob die auch sofort mit dem Überfall angreifen, anfangen. Ich hoffe einfach, die werden irgendwie hier drüber geleitet oder so. Das muss an sein. Vielleicht bleiben auch noch die Händler so lange. Das wäre auch okay. So, das ist da unten. Ein Kolonist untätig. Ich weiß zwar nicht, wieso. Aber macht ihr mal. Ihr wisst, wir spielen hier im Hardcore-Modus. Das heißt, alles, was passiert, passiert. Und wir können uns hier nicht unbedingt aussuchen, was abgeht. Wir gucken mal, ob die irgendwas mit unseren Leuten zu tun haben. Die sind untereinander Kollegen. Okay, aber wir haben jetzt nicht so, dass irgendwie ein Bruder von unseren Kolonisten angreift. Startet ihren Angriff, ja. Ich hätte gerne das hier irgendwie fertig gebaut. So just in case, so. Wird gebaut. Wird bereits von Mom gebaut. Ja, dann auf, Vido. Anscheinend nicht. Mom hat gar keinen Bock. Aber was ist mit den beiden? Andy hat eine Prügelei mit Chandler angefangen. Warum? Ich brauche euch jetzt. Naja, gut. Evi, ihr habt genug gepopert und gepoppelt. Ihr müsst jetzt kämpfen, während die beiden sich ein bisschen ausruhen, weil... warum sollten sie sich nicht prügeln? Ich meine... Erstmal bitte den angreifen, wenn es geht. Vorsicht, dass ihr nicht den anderen trefft. Wow, ihr habt den anderen... Gut gemacht, Mom, du hast den anderen getroffen.
Nice. Wir möchten gerne, dass ihr beide den angreift. Ich hoffe im, im Fernkampfmodus. Wir gehen mal eben hier rüber. Darcy, du kannst dich mit dem da prügeln. Oh, Granate. Okay, auf unseren Geschützturm, das ist okay. Stunt. Ist eine EMP-Granate wahrscheinlich. So, den haben wir erlegt. Jetzt müssen wir hier ein bisschen hochgehen, mit den Tatars spielen. Die haben beide Pistolen, naja, dann greift doch mal jemanden an damit. Beschießen bitte. Was mit Darcy? Darcy geht's gar nicht gut. Da sollten wir sie mal ein bisschen zurückziehen. Oh, Darcy, nein! Du bist dann in einer Explosion umgekommen. Ah, damn, fucks. Was hat er für eine Waffe? Er hat die Splittergranaten. Er hatte das Gewehr. Okay. Ja, dann sollten wir mal einen vernünftigen Friedhof irgendwie anlegen. Obwohl, das haben wir ja hier schon, mehr oder minder. Tja, diverses. Wir brauchen noch ein paar Gräber. Oh, die Mutti von der Anna ist tot. Oh nein. Hat meinen Verwandten getötet. Hat einen Kolonisten getötet. Er hasst sie unwahrscheinlich heftig viel. Ja, ihn werden wir mehr oder minder fangen. Dafür haben wir jetzt unsere neue Knastzelle. Die wir erstmal wieder mit komfortablen Sparbetten hier ausstatten. Bitteschön, wir fangen ihn einfach mal. Wow. Und alles andere regelt sich hoffentlich gleich von selbst. Ich möchte natürlich alle Waffen mitnehmen, die irgendwie hatten. Weil wir haben hier die EMP-Granaten, die uns vielleicht helfen werden gegen die Monster. Gegen die Roboter-Monster. Oh, die gute Darcy. Alles haben wir hier irgendwie. Hier ist auch sehr gut, dass wir hier die... Das zwar nur ein schlechtes, aber wir haben wenigstens Energiegewehr in irgendeiner Form. Das ist auch nicht schlecht. Oh, die arme Darcy. Oh nein! Eine Mutti ist down, Mutti ist down, eine Mutti weniger. Ich weiß auch gar nicht, was die für Arbeiten gemacht hat. Geht's bei euch wieder, ja? Ihr habt euch so ein bisschen erholt jetzt, oder was? Nee, du bist immer noch... Chandler, du hast immer noch irgendwie so ein bisschen, oder? Geh mal ins Bett, Alter. Jetzt versorgt er erst ihn. Na gut, ich habe das Gefühl... Behandlung benötigt. Ja. Ihr müsst diese erstmal ausmachen. Danke, dass wir jetzt damit fertig sind, das andere stahlautomatische Geschütz zu bauen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, wir werden Darcy bei den Verbrechern mit begraben. Ich weiß, ist es vielleicht nicht ganz einer Darcy würdig. Aber so muss das manchmal. Was ist jetzt schon wieder mit Angie? Achso. Aber die haben sonst nichts. Die haben so ein bisschen Prellungen halt. Die Wirbelsäule ist halt gebrochen. Was soll das denn? Kein Ding. Eben so nebenbei erwähnt. Eben die Wirbelsäule rausgerissen. Dann werden wir hier nochmal eben so eine... So ein Krankenbett machen. Ihr werdet ihn ja hoffentlich mehr oder minder gerne auch mit Medizin versorgen. Kann der irgendwas? Wir brauchen jetzt wieder einen Ersatzmann. Er ist auch ein Nachtmensch. Was? Er ist von Natur aus fröhlich. Hm. Ist auch nur 21. Vielleicht sollten wir auch ihn versuchen anzuwerben. Gerade noch ein Feind und die Mutti getötet von der hässlichen Anna und schon unser Freund. So, dieses eine Huhn-Küken-Ei-Dingsbums möchte ich auch gerne hier drin behalten. Boah, wie viele Leichen wir schon haben, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ja, ich glaube, wir brauchen noch mehr Gräber. Das ist halt, so ist es in einer... Oh, was ist das? Ein Energierüstungshelm. Boah, die krassen Sachen hier, ey. Ich sag das ja nur ungern, Chandler, aber wie wär's einfach, wenn du dich mal ein bisschen ausruhst, damit man dich ein bisschen versorgen kann. Dankeschön. Dankeschön, Anna. Ich wollte es gerade ein bisschen bemerken, weil, nicht, dass du dir irgendwelche Sachen da holst oder so. Wie sieht dann unsere Gefängniszelle aus? Die ist sauber. Okay, und... Es ist langweilig, ist geräumig. Okay, also es ist ein okay Zimmer, sagt man auch. Okay, freut mich. Es ist wieder viel passiert in dieser Folge. Wow, wow, wow. Ihr wisst, man kann nicht speichern, deswegen umso mehr wow. Ja, die Darcy jetzt schon wieder erwischt. Ich hoffe, das wird ihr Opfer ist nicht vergebens und diese Kolonie wird noch lange halten. Ich hoffe, ihr schaltet weiter
in diese Folgen rein. Ich würde mich freuen, weil ich finde das Spiel einfach nur fantastisch und ich feiere das, was hier passiert, von ganzem Herzen und freue mich jedes Mal, wenn hier wieder irgendwas passiert und über die Bühne geht. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin.